Ja, die Kontoauszüge sind gekommen. Hallo und willkommen zu unserem nächsten Erklärvideo, wo wir über das elektronische Postfach sprechen mit euch. Das elektronische Postfach ist im Wesentlichen dazu da, dass ihr uns Nachrichten schicken könnt, direkt am Berater oder aber auch in unser Online-Banking-Team, wenn ihr da mal Fragen an uns habt. Ein ganz großer Vorteil von dem Postfach ist aber auch, dass wir euch da elektronische Dokumente reinstellen können. Das kann zum Beispiel der Kontoauszug sein, die Darlehensauszüge, die Sparkontoauszüge oder sogar auch die Kreditkartenabrechnung oder Wertpapier-Order-Mitteilungen. Wie ihr euch dafür anmeldet, das kann ich euch gleich zeigen und dafür gehe ich schnell rüber an meinen PC. Kommt mal mit. Wie ihr seht, habe ich mich schon im Online-Banking angemeldet. Dort müsst ihr bloß noch oben auf Postfach klicken. Danach öffnet sich auch gleich die Maske, wo ihr euren Namen seht. Dahinter ist der Button Anmelden. Dort draufklicken. Dann kommt eine Übersicht über die Sparkonten, Darlehen und so weiter, was ihr alles habt, wo ihr freischalten könnt. Ein paar weitere Informationen dazu. Dann nur noch die Sonderbedingungen herunterladen, akzeptieren und mit einer TAN das Ganze bestätigen. Und ab dem Zeitpunkt seid ihr freigeschaltet für das elektronische Postfach. Ja, so schnell geht das mit dem Anmelden zum elektronischen Postfach. Die Vorteile nochmal auf der Hand, wirklich jahrelang werden die Auszüge gespeichert. Man spart sich den Gang zum Kontoauszugsdrucker. Und vor allem sage ich dazu, tschüss, Papier. Macht's gut und bis bald.